So ihr Lieben, in dieser Woche zeigen wir euch die neuen Mangas von Ultraverse. Ich weiß noch, damals gab es 4 oder 5 Mangas, also Titels, und jetzt haben wir 14. Genau, mittlerweile 14 Titel pro Monat. Und in diesem Monat gibt es 4 Neustarts. Genau, fangen wir am besten mit den Neustarts an. Das wäre einmal Goblin Slayer, Grand New Day. Mit 2 Bänden abgeschlossen. Genau, schauen wir mal rein, wie bei jedem Neustart. Sieht so aus wie ein Spin-Off. Genau, auf jeden Fall ein anderer Zeichner. Was haben wir noch? Girls Love geht natürlich auch immer. Meine unerwiderte Liebe. Bisher 4 Bänder erschienen in Japan. So, also sieht das aus, das Ganze. Ja, Girls Love geht's immer, ne? Genau, und dann eine alte Bekannte von Tokyo Pop. Jetzt auch bei Ultraverse, und zwar Mayu Sakei. Ja. Die hat zum Beispiel auch Last Exit Love und viele andere gemacht. Und das ist ihr neuestes Werk. Da gibt's einmal ein Extra. Diese Karte. Schön bedruckt. Und hinten sind Charakterinformationen über den Hauptcharakter. Und reingucken können wir natürlich auch mal. Ja, müssen wir. Genau. Also eine Menge Moments auf jeden Fall da drin. Und was war der 4? Genau. Ach, der ist. Achso, bisher gibt es 3 Bände in Japan. Genau. Der hieß zuerst Monster Files in den Vorschauen, aber dann haben die wohl doch noch den Namen umbenannt in Kimono Jihin. Und davon gibt es 6 Bände in Japan. Genau, gucken wir da auch mal rein. Auch ziemlich geil, ziemlich düster, sieht so aus. Mystery. Mystery, genau. Hab ich gut erhaben. So, und dann machen wir mal den Rest, der sonst schon bekannt ist. Ja. Das ist meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Nummer 6. Da gibt es Farbseiten und im nächsten Band keine Farbseiten und das aber nur in der Erstauflage. Genau. Und ich weiß, das geht ganz schnell weg. So, auch was ganz schick ist, bei meiner Schleim in einer anderen Welt gab es, meine Wiedergeburt als Schleim, gab es ja auch einen. Ich glaube, der 5. Band war das, oder? Mit den Schlüsselanhänger? Kann sein, ja. Genau, auf jeden Fall ist hier wieder einer. Das der war könnte schnell auch verkauft. Genau, also sichert euch den, wenn ihr den haben wollt. Und das aber in diesem Band von? Die Legende von Azzafareo. Band 2. Haben wir schon vergessen. So, okay. Gamers. Wie immer als Manga, Band 4. Und als Novel. Genau, die kam ja immer im gleichen Monat raus. Band 4. Das finde ich gut. Dann haben wir noch die mit den Teufeltanz, Nummer 2. 2. Was haben wir noch Schönes? Ah, hier. Wenn wir schon mal Teufel sind, wie es Miss Bilzebub gefällt. Ja. Auch Band 2. Davon habe ich eins. Und ich habe fast schon alles. Und da ist sogar kein was drin. Und zwar diese Schulungskarte. Wow. Okay. Genau. Wahrscheinlich nur in der Erstauflage wie immer. Ja. Und Daddy Butterfly? Ja. Diesmal haben sie es geschafft. Daddy Butterfly und diesmal ist die Juni beigelegt. Ich weiß nicht, ob bei der Zweitauflage. Nee, die Zweitauflage ist dann auch nicht dabei. Nee, auch nicht. Aber die haben es dann gesagt, wir verschicken das. Wir haben es gesehen, dass es ein Fehler von uns war und deswegen haben sie es gemacht. So, und dann gibt es natürlich noch Girls Love. Girls Love. Ein tropischer Fisch sehnt sich nach Schnee. Der zweite Band. Langer, langer Titel. Genau. Und was haben wir dort noch? Wir haben noch Made in Abyss. Seit kurzem auch auf Netflix. Ja, seit diesem Monat. Band 7 und das lang erwarteste Killing Stalking geht mit Band 2 weiter. Es wird ein bisschen heftiger jetzt. Ja, denke ich auch. Hoffe ich doch. Genau, was ist denn bei diesem Monat großen Auswahl von 14 Titeln dabei für dich? Ho, ho. Also ich mag Mystery, Action und Girls Love. Also, was denkst du? So, probieren wir es. Probieren wir es. Fantasy, Goblin Slayer. Ja. Mystery. Mystery, da gab es irgendwas Neues. Das ist neu. Ja, das. Und, oh, noch was hast du gesagt. Na, das ist nicht Mystery. Action. Meine Wiedergeburt. Genau. Oh, ein bisschen Fantasy-Anteil dabei. Ein bisschen Horror. Die mit dem Teufel Tanz. Ich glaube, das wär's. Ach, Girls Love auf jeden Fall, habe ich immer gesagt. Geht's immer. Das wär's. Bei dir? Bei mir ist es unglaublich viel von 14 Titeln. Ich gelobe Besserung. Nächsten Monat wird es mehr. Ja, wird es mehr. Ach ja, wir haben vergessen, dass wir hier was haben. Genau, aber aufmerksame Zuschauer haben das garantiert gesehen. Gibt's bei jedem Comic-Händler in der männlichen oder weiblichen Variante. Und das ist keine Postkarte, sondern ein Stern. Genau. Diesmal als Stern. Einmal so. Und die weibliche dann hier halt in diesem Format hier. Cool, ne? Ist ja bald Weihnachten oder was? Ein halbes Jahr, du bist ein bisschen weiter dazu gekommen. Okay, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Nächste Woche gibt es wahrscheinlich Tokyopop. Tokyopop und Manga-Kult. Aber vielleicht auch diese Woche. Mal schauen, ne? Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Willkommen wieder. Gut. Peace.